Ja, moin, meine Freunde, der Cake of the Gamer ist wieder am Start mit Saints Row the Third und mit dabei ist auch wieder der. Skyrim 7. LP. LP. Die olle Knolle. Was? Ja. Oh. Die olle Bodenangriff, Knolle. Was? Wieso, was? Bodenangriff? Da steht da oben, Bodenangriff stand da oben gerade. Nö. Doch. Also bei mir nicht. Ich sollte F drücken. Ist bei PvP noch an? Nee. Okay. Ist aus. Ja, der Werte hell will, dass ich mich neu einkleide. Ja, wir müssen ja mal dazu sagen, alles, was jetzt kommt, haben wir bereits gespielt. Ja, leider. Weil beim Marcel war Direct Show Output drinnen, das heißt, es hat nicht aufgenommen, ja, sondern hier, gestreamt. Hier, da wo jetzt meine Hand ist, stand jetzt Output und nicht File. Steht hier File. Da steht Live und nicht File. Ja, Live steht dann halt, weißt du. Panzer. Wenn du beides machst, beides anhackst, dann steht da auch Live. Wie heißt nochmal mein Auto? Weiß ich nicht. Warte. Ich geh mal nicht ans Handy. Man kannst du machen. Nö, sonst mach mal wieder irgendeinen Auftrag, dann kannst du dich nicht einkleiden. Achso. Also ich find's ganz lustig. Ja gut, okay. Wo gehen wir denn mal? Warte mal, ich muss schreiben. Wirklich amüsant. Toll. Das sieht ja schon wieder. Der hat mir die Vorfahrt genommen. Ich hatte Vorfahrt und der hat die mir einfach genommen. Dieses Escape, Mann. So, ich brauche einen Kleidungsshop. Ja, was mache ich so lang? Ich könnte mir mal vielleicht auch neue Kleidung besorgen. Da muss ich hin, Kevin. Ich könnte mir auch mal einen Wegpunkt setzen. So weit weg ist das ja nicht. Ah ja, wir haben heute auch nur eine Stunde, ja, so ungefähr eine Stunde Zeit. Ja. Ungefähr. Alter, ich gebe hier gerade Vollgas, ne? Ja, dein Auto ist vielleicht doch ein bisschen schneller als meins, aber ist egal. Oh, hier war irgendwo Geld. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Weißt du, das kann. Hast du die Aufnahme noch, oder? Nein. Weil da war doch eine 1, da war das Auto die ganze Zeit mit Nitro, ne? Ja, das kommt wieder, den Bug hatten wir schon öfters. So, ich habe vorschriftsmäßig eingeparkt. Weißt du, wie Geld über. Guck, ich habe vorschriftsmäßig eingeparkt. So, jetzt hauen wir noch ein bisschen Geld in die Parkuhr, nicht den Typen in die Fresse. Oh, my fault. Ach, egal. Kann man die Parkuhr eigentlich kaputt machen? Gehen wir schnell in den Laden, bevor die Bullen kommen. Man kann die Parkuhr gar nicht kaputt machen. In GTA kann man die umfahren, kriegt man Geld. So, ich soll mich jetzt neu einkleiden. Ey, da stand gerade unser neuer Freund. Was brauche ich? Unser neuer Freund? Ach, der DLC-Typ. Ja. Ich könnte mal gerade. Ist der eigentlich noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat nicht mal einen Namen. Ich könnte ein bisschen Raketen gebrauchen. Ich könnte aber mal mein Ding aufleveln, mein. Hä, gibt's das überhaupt nicht? Meinen Typen. Doch, da. Und zwar brauchen wir Verbesserungen. Muss ich das machen? So, ich brauche. Weil es lustig ist, wir müssen das Let's Play doch ein bisschen aufpeppen. Okay. Ich brauche nur die Farbe. Sonst guckt es keiner. Ich brauche nur die Farbe da. Oder soll ich die Farbe. Ich mach die Farbe. So, Kampf, Munition, Gewehr, 75% können wir machen. Dunkelhell, ja, das ist gut. Bei 4 haben wir dann unendlich. Was? Bei Stufe 4 haben wir dann unendlich. So, 100% mehr Granaten, 50% mehr MP-Muni. So. Das können wir ja mal alles machen, das ist ja billig. So. 9000 billig. Munition, Schrotflinten. Die oder was? Ja. Was ist das für eine Farbe? Natürlich die da unten. Weil eigentlich haben wir das ja schon gemacht, aber wie gesagt, bei Marcel hat es nicht aufgenommen und da müssen wir jetzt alles nochmal von vorne machen. Ja. Das ist wirklich schwarz. Das ist so ein Elend. Ha. Fähigkeit Nitro, ja. 56.000. Jedes deiner Fahrzeuge hat Nitroantrieb. Brauche ich nicht. So. Bandenfähigkeiten, Boni. Boni dann, ist gut. Ja, Schuhe. 36.000 gegen 12.000 Respekt, das mach ich mal. So, flupp. Haben wir ein bisschen Respekt bekommen. Ein bisschen Respekt gekauft und haben wieder Bandenfähigkeiten. Schmerz. Bandenfähigkeit, Wiederbelebung 3. Das sollten wir uns mal holen. Da haben wir 30 Sekunden mehr Zeit, um
uns wieder zu beleben. Das ist eigentlich ganz gut. Du wolltest das so. Ne? Du warst Bannfähigkeit, warte mal. Habe ich das nicht schon? Nee. Doch, zwei habe ich schon. Hallo Puppe, kommst du öfter her? Was für ein Level bist du? Ich bin 32. Welchen Spielstand hast du geladen? Hast du den geladen, den wir als letztes gespeichert haben? Ja, oder hast du den geladen, wo wir als letztes gespeichert haben, von der Aufnahme 5. Vor der Aufnahme. Wie kannst du dann 28, 29, wie kannst du dann 4 Level vor mir sein? Weil ich mir gerade 12.000 EP gekauft habe. Achso, ja gut dann. Wo ist denn das? Bei Boni. Boni? Hm. Ja, das habe ich schon, den 8.000. Ich habe nur 3. Achso, warte mal, ich kann ja mir noch Geld... Nee, kann ich nicht. Gut, dann fangen wir mal an. Alter. Ups. Wie Marcel hier rumläuft. Du wolltest das so, jetzt nervt nicht. Alter, das geht doch nicht. Sieht das gleich wieder aus. Du weißt, was passiert. Oh, nö, nö. Nö. Was denn jetzt? Wo ist mein Auto eigentlich? Achso, das habe ich ja standard vorschriftsmäßig geparkt. Wir machen dann mal hier... Was? Warum haben wir jetzt Fahndung? Schnell in den Laden, schnell rein. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich weiß, ich bin einfach bloß in mein Auto eingestiegen. Ja, und ich bin auch nur in meins eingestiegen. Dumm. Egal, wir sind in den Dings wieder los. Hier sind noch irgendwo meine Polizisten Puppen, stehen aber jetzt um hier rum. Das ist jetzt scheiße. Haut mal ab. Was macht er denn? Warum schießen die uns ab? Wir haben auf einmal wieder Fahndung. Was? Alter, das nervt langsam. Also wieder rein in den Laden. Warte, dann erschießen wir die noch schnell. Müssen wir wieder raus, wieder rein. Was macht die Leiche da? So? Was macht die Leiche da? Ist doch egal, was die Leiche da macht. Die hängt da in der Wand. Das macht doch nichts. So. So, jetzt, ich klaue jetzt mein eigenes Auto wahrscheinlich, deswegen kriege ich Fahndung. Weil ich mein eigenes Auto klaue. Wie geht das denn jetzt nicht mehr? Hä? Ich drück Tab. Also, weil ich Tab gedrückt. So, machen wir jetzt mal Auftrag. Ach, du machst schon. I can't get into every place the Deckers have their little networks. Too many secure locations. There a way to fix that? Yep, I have to visit each location separately and hack into them locally. You'll never get close enough without them spotting you. I will if you're watching over me, like with a helicopter, with guns. Yeah, I bet that'll work. It better. I already found the helicopter. Da muss ich jetzt abbiegen. Die liebe Kinsey. Aua. 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 Geisterfahrerdistanz. Ich habe alle Geisterfahrerdistanz abgeschossen. Ah, schon wieder falsch gefahren. Ich bin aufgestiegen. Alter. Eww. Gesundheit. Oha. Ich also, verhalten. Soll ich reinfahren? Ja, kannst du machen. Sprinten, 100%. Machst du? Wo ist denn das Ding jetzt? Ach, ist das da hinten in dem Hinterhof? Oh. Ach ja, ja. Das kennen wir doch irgendwo her. Sinnlose Zerstörung von Privateigentum. Aua. So, wir müssen jetzt wieder die Kinsey beschützen. Das haben wir ja schon des Öfteren gemacht. Ja, und das wird immer langweiliger. Weil hier so wenig Gegner kommen. Können sie ja mal anschießen, dann passiert, dann kriegst du Schaden und dann. Ich meine, guck dir das mal an. Wir töten hier lauter Leute von denen. Und wir haben gerade mal 2 Sterne Fahndung. Bloß wollen wir im Helikopter sitzen. Es wäre doch mal geil, wenn jetzt halt hier so ein Riesenaufgebot von den Leuten wäre, wie es ist, so ein maximales Fahndungslevel. Das ist bestimmt, wenn wir alles. Ja, das ist natürlich nur, wenn wir nirgendwo ein Auto haben und zu Fuß unterwegs sind. Ja, dann kommt alles. Ja, dann kommt alles. Wo fährt denn das jetzt hin? Lalalalalala. Hä, wo ist denn das jetzt hingefahren? Verstehe es nicht. Hä? Jetzt fährst du erst da lang und dann fährst du wieder zurück. Irgendwie. Ja, das ist ein bisschen unlogisch. You do your thing. Die machen sie kaputt, dann kann sie nichts mehr hacken. Das
Ja, aber sehr unkonventionell, muss ich sagen. That wasn't very hard. They should upgrade their security here. Probably better they didn't. Oh, ein Helikopter. Der war schon ein Windmalfalls. Wir werden diese City erobern. Ja. Nee, besitzen. Da kommt er hin, aber das ist schon aber. Hast du schon getroffen? Nee, ich hab's nicht getroffen. Ich hab's auch nicht getroffen. Geld. Ich tu ja schon vorher drauf zielen, ne? Aber trotzdem passiert nichts. Aua! Boom. Tja, nee, ich treffe natürlich nicht. Obwohl die da einfach nur nebendran einschlagen. Und ich denke, ich habe gerade übersteuert. Miau. Hab ich übersteuert? Hä? Weiß ich nicht. Das ist doch auch das hier an der Seite, die sagen ja, alles. Ja, ich meine, war das bei dir, dass es übersteuert ist? Nö. Dann ist gut. Wenn es bei dir in Audacity nicht übersteuert, dann übersteuert es eigentlich grundsätzlich nicht. Es sah so aus, ich weiß nicht. Langweilig, hier passiert nichts. Doch, guck mal. Was machst du? Im Ding im Kreis. Hast du nicht gesehen? Doof. Was machen die da? Ist das Auto da? Die Raketen wollten dich nicht treffen. Einfach, wollten sie nicht. So, du hast auf mich geschossen. Helikopter, Rums. Da ist einer. Das Atomkraftwerk. Es haben so wenige, das ist so langweilig. Wo sind die jetzt eigentlich? Ach, da unten ist die. Ist die nicht vorhin hier raufgefahren? Nein, ist was anderes. Hm. Das ist eine andere Aufgabe. Die andere hatten wir schon mal. Also die da hochgeflogen ist. Genau, schieß aufs Atomkraftwerk, ist bestimmt eine gute Idee. Na, die Kühltürme, die ist egal. Hauptsache, ich tue nicht den Kern treffen. Den Reaktor, du. Ja, den Kern. Den Kern. Den Kernreaktor. That wasn't much of a challenge. Atomreaktor ist es nicht, ne? Es ist ein Kernreaktor. Ja. Genau genommen ist der korrekte Begriff Atomkraftwerk und Atomreaktor. Nein, Kernkraftwerk heißt das. Ja, aber korrekt. Wieso Kern? Ich tue ja kein. Ja, toll, weil ich Atomkerne spalte. Kern spaltest du nicht den Atom, du tust nur das Atomkern spalten. Hm. Wie fliegt denn das Ding jetzt runter? Hä? Was? Ach, auf Steuerung muss ich, damit es runtergeht. Ja. So ist gut. Hallo, du da unten, ich komme mal runter. So, jetzt beschütze ich mal. Oh, da ist ein Gegner, oder? Genau. Ich bin es, Robin Hood, der Beschützer von Witwen und Feldern. Ah ja. Von Hopfen und Weizen. Weg da, weg da, weg da. Wir drängen uns gerade gegenseitig ab. Okay, last one coming up. Hui. Oh, fast wäre ich in die Stromleitung rein. Ich bin in der Stromleitung drin. Hätte ich gesagt so, oh Strom, dann bzzzt. Weißt du, was ich am Samstag mache? Ich bringe meine Festplatte mal mit, ne? Dann kann ich dir erstens mal deine komischen Videos da geben, die bei mir schon seit Urzeiten Platz wegnehmen. Ja. Und du kannst dir mal ein paar gute Filme organisieren. Ach ja. Ja, ich will die EP noch haben, blöd. Das war's. Oh, das war's. War voll langweilig, ist nichts passiert. Hubschrauberangriff geschafft. Nee, Hubschrauberangriff. Und ich bin nur Level 19. 32. Immer noch. Oh, man könnte mehr Hubschrauberangriffssachen machen.
Ja. Oh, Begleiter Kensington freigeschaltet. Wieso kommt es bei mir denn nicht? Ui. Wieso schlage ich immer, weil ich nicht Enter drücke? Ne? Ist dir nicht kalt? Nur ein bisschen nass, aber kalt. Ach so, na dann. Ist ja Sommer. Ich habe eine fette, coole Bomberjacke an, weißt du? Mein Typen ist so cool, Alter, der hat eine Sonnenbrille auf, ey. Bargeld. Ich hab Geld gefunden. Auf der Straße. So, machen wir weiter. Wir machen jetzt den hier. Und kein Auto. Kinsey, how's the information you got on the Deckers coming? It's compiling. So what's next? Not talking over the phone now. Too many people could be listening. Okay. Alter, hast du den Move gerade gesehen? Okay. Guck mal, ich kann in der Luft meine Richtung ändern. Hui. Guck, stell dich mal da unten hin. Guck mal, ich kann meine Richtung ändern. Hui. Hui. Ach komm, wir fahren mit der Müllabfuhr. Ja, komm. Ich kann nur nicht mehr rennen. Lalalalalalalala. Lalalala. Rums. Ha, dann fahr mal los. Also kein Nitro? Nee. Dann lass mich fahren. Wie soll ich denn Nitro haben? Lass mich bitte fahren. Du fährst wieder wie ein... Was weiß ich, wie eine Frau. Ja, und? Hauptsache wir kommen ins Ziel. Dann steig jetzt ein. Toll. Cool, das Nitro kommt da oben raus. Ja, im Auspuffall. Achtung, Bäume. Der fährt absichtlich so schlecht. So, wir sind ja da. Hä? Oh, wir müssen jetzt wieder ins Café gehen. Ich will ins Café, ins Café, ins Café, ins Café, ins Café, ins Café. So renne ich eigentlich. You should be more careful. I saw you coming two blocks ago. Traffic cameras. They're everywhere in this town. Good to know. I'm serious. You should toss out your fancy overpriced phone. I can find you through that too. Yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like this. Totally agree. We should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. I took care of the Deckers. Sure. Let down your guard and suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. We've created a big enough disruption for you to move on Matt Miller. But if you want the Deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. All right. I'll hit you up if I need more help. Remember, throw out your phone. Ja, wir schmeißen auch unser Handy weg. Das war's. Ja. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein, schön Kaffee. Musst du die Tür immer auftreten? Ich wollte das nicht. Kannst du die Tür nicht einfach ganz normal aufmachen? Ey, die sitzt ja gar nicht mehr da, was ist das denn? Ey, geil, da liegt ein Burrito. Wo? Da, guck da. Nom 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 nom. Okay, wir sollten nicht rumballern, so. Sonst passiert wieder. So macht man das. Ja, toll, toll, dass du das gemacht. Wo ist denn ja, das Geld hier eigentlich? Warum sind die Stühle weg? Flampi. Hey, Asshole! Hier sind die. Ich stehe jetzt im Essen. Ey. Wo ist denn hier das Geld? Guck mal. Hier ist er. Was hast du gemacht? Ich hab da nur dagegen geschossen. Na toll, jetzt sind die Dinger despawned, echt klasse. Ja, warum auch immer, schön. Oh, lecker Salat, Tomaten, Salat, das. Aber wenn man sich jetzt duckt, kann man dann anderes. Da vielleicht was essen? So. Nom nom nom. Nein, die dreht sich zu schnell. Drück halt Alt, dann tust du dich langsamer bewegen. So, genau. Nee, nimm doch ein bisschen. Nicht? Doch, jetzt weiter. So. Gut. Schmeckt gut. Hast du gefressen? Ja. Wo ist denn das Geld? Ist bei dir auch noch das Dollarzeichen da? Was? Auf der Karte. Ja, oben auf dem Dach. Ja, auf dem Dach. Da müssen wir mal ein Heli nehmen und es mal einsammeln. Beziehungsweise, es ist ja eigentlich nicht wichtig, deswegen können wir es eigentlich auch gehen. Das ist ein Bullenauto. Ich will kein Bullenauto klauen, sonst ist hier gleich wieder Highlife. Einen Betonmischer will ich aber auch nicht. Dann müssen wir die Müllabfuhr wieder nehmen. Ja, dann starten wir erstmal einen Auftrag.
Ja, der hier, ne? Von mir aus. Ready is an interesting term. I want you to go out and experience the heat that a fight with Kilbane would bring. Can't we do this metaphorically? No.